die Latten sind da noch im Weg. Guten Morgen, es ist schon wieder ein bisschen was später, weil Emmy hat nämlich heute Geburtstag. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare eure Glückwünsche schreiben. Und sie ist auch schon wieder fleißig dabei, am Bulli da weiterzumachen, wo wir gestern aufgehört haben. Nämlich einmal bei der Bodenplatte, aber gerade ist sie damit beschäftigt, die Seitenverkleidung an die Seite anzubringen. Dafür müssen wir, da ist so eine Falz, die müssen wir ein bisschen aufbiegen, weil wir sonst mit dem dickeren Sperrholz, das hat 4 mm und die Pappplatte, die da vorher war, nur 2 mm. Jedenfalls, damit wir mit der Platte da drunter kommen, muss das etwas aufgebogen werden. Das geschieht natürlich mit ganz sanfter Kraft und mit ganz viel Gefühl, sodass man eben nichts beschädigt. Heute kommt auf jeden Fall die Bodenplatte noch rein. Und ja, dann fangen wir auch schon mit den ersten Möbeln an. Ja. Dann schauen wir doch mal. Jo, ja. Passt gut. Richtig. Passt richtig gut. Warte mal, ich schiebe. Wow. Die Latten sind da noch im Weg, ne? Oder müssen wir mal raus? Das Gute ist, die sind ja nur mit Magneten befestigt, ja, ne? Ja. Da braucht man nichts aufschrauben. Das macht man einfach. Und zack, ist die Latte weg. Tetris hier. Aber die ist fest, ne? Ja. Obwohl, nee, die hat auch Magnete. Ach so, aber guck mal, das passt. Oh, wow. Guckt euch das mal an. Unser Bulli hat die erste Seitenverkleidung. Also wir können hier noch einmal vorhersehen. Oder halt oben einmal, diese Kante. Das genau. Sieht so schon so geil aus. Einfach nur ein kleines Stückchen Holz im Bulli. Und es sieht gleich viel wohnlicher aus. Oh Mann, ich kann mir ganz gut vorstellen, wie schön das alles werden wird. Das ist eine ganz großartige Sache. Hexenküche. Genau, Hexenküche. Wir haben hier einmal Scandic Oil, was unglaublich gut riecht. Das riecht sehr zimtig. Und dann haben wir über die letzten Wochen Kaffeepulver gesammelt. Also alten Kaffeesatz. Mhm. Und jetzt wollten wir mal gucken, wie das mit dem Öl zusammen farblich harmoniert. Noch bin ich nicht überzeugt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das mal mit klarem Öl gemacht, normalem Speiseöl. Dann hat das ganz gut funktioniert. Das hat sich nicht irgendwie komisch verhalten. Ich habe das dann auf so einer Holzbohle schön verteilt und dann konnte ich die Kaffeepulverreste einfach dann hinterher nur abfegen und es gab so eine schöne braune Farbe. Aber hier sieht das gerade ehrlich gesagt ein bisschen... Gräulich bisschen aus, komisch ne? aus. Deswegen probieren wir das jetzt hier erstmal. Machen wir das natürlich erst auf einem Probestück und nicht direkt auf der richtigen. Aber doch, guck mal, das wird. Nachdem Emmy vorhin erfolgreich die Seitenverkleidung geölt hat, die sehr, sehr cool aussehen, das zeigen wir euch gleich noch, baut sie jetzt die Türfolien bzw. klebt die Türfolien ein. Die sind natürlich dafür da, um die Feuchtigkeit aus dem Innenraum rauszuhalten. Hier kommen also, bevor die Seitenverkleidung rankommt, kommt noch eine Folie drüber geklebt, sodass eben keine Feuchtigkeit reinkommen kann. Und vorm Kleben natürlich ordentlich entfetten mit Silikonentferner. Und dann wird geklebt. Ich ziehe das jetzt ab. Ja. Die Türfüll im Bereich Fensterkorb und Türklipse einschneiden. Okay. Also ich hätte ihn abgeschraubt und dann die Schrauben durch die Folie gemacht. Aber gut, wenn das so drin steht, dann machen wir das. Soll ich das Stück schon mal wachsen? Ja. Welches Stück ist das? Das, was ich vorhin fertig gemacht habe? Ja, das habe ich jetzt auch geschrieben. Ja, cool. Ich habe zwei verschiedene Wachse. Das eine ist einfach ziemlich matt. Ja. Ich habe aber noch eins, was so einen leichten Glanz dann hinterlässt. Ich bin für matt. Mhm. Ja, ja. Okay. Was denkst du? Ich hätte ja zum Glanz tendiert. Echt? Aber vielleicht ist Glanz auch übertrieben. Also es ist
Aber ja. Was ist, also ich meine, das ist ja leichter gelandet. Das ist jetzt nicht Hochglanz sozusagen. Nein. Na, Hochglanz? Ja, so ein Schimmer. Hm. Weiß ich nicht, ich sehe. Ja, das ist schwierig, ne? Aber ich meine, so wie du das vorhin... Oder ich kann ja ein bisschen cool. Was auf der Rückseite mal machen. Ja. Das kann sogar sein, dass man das gar nicht so richtig wahrnimmt. Ich probiere es mal. Wir haben ja diese Seitenteile für das Bett bzw. die Klappbank. Die kommen hier hin. Die Seitenteile werden hier mit diesem Bügel an der Karosserie verschraubt. Hier sind Bohrungen und Lochungen. Und dann gleichzeitig über diesen Bügel muss das hier, müssen wir mal gucken, auf welcher Höhe das passt, wird das an die Motorraumwand angeschraubt. Da müssen wir auch noch ein Loch für bohren, was mir nicht ganz so gut gefällt, aber lässt sich wohl nicht vermeiden. Ja, so kommen die auf jeden Fall hier hin und oben dran, und das habe ich noch nicht so ganz verstanden, hier oben dran, hier oder da, kommen die Scharniere. Ich gucke mir das nochmal in Ruhe an und erkläre ich das dann später. So, wir wollen uns mal anschauen, was der Julian hier gemacht hat mit der Seitenverkleidung. Und guckt euch das mal an. Wahnsinn. Ist das noch Pappelsperrholz? Weiß ich nicht genau. Dieser Schimmer. Ah, das ist jetzt, ja, welcher Wachs ist das denn jetzt? Das ist jetzt der, der leicht glänzt, ja. Aber also Glanz ist übertrieben. Ja, ja, aber auch das so, super. Ne, so, wenn das Licht passend steht, dann hat das einen richtig schönen Schimmer. Also, ja. Sieht mega gut aus. Voll. Boah. Richtig rotwertig. Oh. Direkt eine Macke reingehauen. Richtig cool, vielen Dank. Auch mit dem Kaffeesatz, ne? Das ist so eine schöne Maserung. Das wirkt einfach so lebendig. Das, ja. People knew. By her will to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies were by the wheel, even though she could knock down and never showed. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Lately, your afterglow is shining brighter, waking up an easy egg. I remember Irving songs, decades old, but it doesn't matter. Wir haben gerade wunderbar zu Abend gegessen. Es war sehr, sehr lecker und wie man sieht, es ist auch schon ein bisschen dunkel. Und das Schöne aber in der Bretagne, in Westfrankreich, ist, dass es hier später dunkel wird als in Deutschland. Es ist jetzt, ich weiß gar nicht, 23 Uhr oder so? 10 vor 11. Es ist 22.50 Uhr und es ist noch, naja, der Fokus hat ein bisschen Probleme. Aber es ist noch so hell, dass wir tatsächlich fast noch ohne Licht arbeiten können. Fast, weil... Ich vermesse gerade die Schraubpunkte für den Boden und dann ist es jetzt hier drin doch etwas dunkel. Deswegen habe ich mir gerade die Lampe aus dem Zelt geholt. Denn es wird natürlich auch gearbeitet, wenn es dunkel ist, weil dafür sind wir hier und es macht einfach so mega viel Spaß, dass wir auch einfach mal bis 11 Uhr abends arbeiten, beziehungsweise Spaß haben. Julian ist in der Werkstatt, Emmy beantwortet noch ein paar Geburtstagsnachrichten, Annika sitzt auf der Terrasse und ich bin hier im Bulli und das ist einfach, es macht so viel Spaß. Thank you.
Jetzt machst du eins zu. Ich übertrage das jetzt, ne? Ich brauche jetzt nur noch gucken, wie die Linien laufen. Ich brauche jetzt nur hier sozusagen. Okay, ja, ja. Und dann ist es halt wirklich das originale Verhältnis. Also 1 Zentimeter hier sind vielleicht 3 Zentimeter. Ich habe es jetzt 1:3 gemacht. Ja. Genial. Und dann bin ich auch endlich fertig mit der Seerose. Ich habe bestimmt 5-mal eine Selbstgezeichnung gemacht. Und die sah eigentlich auch ganz gut aus, aber ich konnte nicht damit leben, dass es nicht... Ja, jetzt ist es wirklich... Jetzt ist es genau die. Richtig. Ja. Doch, ist schon cool. Guten Morgen, gleiche Stelle, neuer Tag. Wir haben gestern noch bis bestimmt 23:30 gearbeitet, oder? Bis 12. Bis 12 sogar. Ja, stimmt. Klar, bis kurz nach 12. Das führte natürlich dazu, dass ich für meinen Teil das nicht mehr zu Ende machen konnte, was ich eigentlich zu Ende machen wollte. Das war nämlich die Bodenplatte verschrauben, weil dann war irgendwann die Leuchtkraft der Lampe erschöpft und dann war es hier einfach stockdunkel. Und klar, ich hätte mir noch eine andere Lampe hinstellen können, aber das war mir dann doch irgendwie zu spät. Und deswegen machen wir die Bohrungen. Heute immer an den jeweils markierten Stellen, senken die kurz an und dann kommen die Schrauben rein. Und Emmy beschäftigt sich immer noch mit unseren Türverkleidungen. Da hatte sie ja gestern schon diese schöne Schablone erstellt. Und ja, jetzt geht's ans Ölen mit Kaffeesatz. Sieht irgendwie auch ein bisschen lecker aus gerade. Gerade hier über den Bock gestolpert. Ich wollte sagen, das hier ist die erste Türpappe, die ich jetzt fertig geölt habe mit Kaffeemischung. Da hinten sieht man auch die Signatur von Philipp Heusel. Also eine sehr wertvolle, für uns sehr wertvolle Türpappe. Und es ist sehr aufregend, die jetzt irgendwie zu finalisieren. Aber Christian hat mich gerade gerufen. Er hat gesagt, dass die Bodenplatte jetzt schon liegt. Da wollte ich mir mal angucken, wie weit die hier vorne sind und sie ist tatsächlich schon angeschraubt. Ja, die Bodenplatte ist endlich drin. Ich habe gerade schon gesagt, ein bisschen peinlich nach 2,5 Arbeitstagen, aber sie liegt und sie ist fest und super geil. Man kann schon drin schlafen. Und der Next Step wäre nämlich unser Boden. Ja, das ist nämlich Korkboden. Wir haben richtig lange recherchiert. Die ist wirklich von vorne bis hinten nur aus Kork. Und das hier ist bedruckt in Holzoptik und das ist so gut gemacht, weil das ist sogar haptisch irgendwie so nachempfunden wie ja, eine richtige Holzdiele und wir sind da sehr, sehr stolz drauf. Ich habe gerade schon gesagt, die lange und nervige Recherche hat sich da total gelohnt. Wir können euch mal in die Infobox schreiben, wo wir das bestellt haben, falls ihr auch interessiert seid an so einem tollen Boden. Und jetzt gucken wir mal, wie das zusammen aussieht. Das wirkt schon mit dem Grün total cool. Ach, sieht das schön aus. Gleich ein anderes Bild. Ja. Ey, ohne Witz, auch diese Haptik, ne? Das ist richtig gut gemacht. Und zu wissen, dass es halt 100% aus Kork ist, ist natürlich nochmal sehr viel schöner, weil Kork ist ja nicht nur natürlicher Werkstoff, sondern eben auch wärmend, also dämmend und... es ist nachhaltig. Ja. Also wirklich perfekt. Ich glaube, der Handel hat sogar dazu geschrieben, dass das einen Minus-CO2-Wert hat in der Produktion. Also
Also besser kann man besser kann Fußboden sie sein. Die CO2-Emission soll wohl hier sogar ins Negative gehen. Also cool. Perfekt. Ich bin richtig begeistert. Ja, dann würde ich nochmal sagen. Was hat der gekostet für den ganzen Bulli jetzt? Für den Bulli, ich glaube, knapp unter 200 Euro. Ja. Liegt aber auch daran, ja. Es gibt halt Mindestbestellmengen und wir sind schon weit unter der Mindestbestellmenge. Wir haben halt mit dem Händler geredet. Und die haben uns nur 2 Pakete anstatt 7 geschickt. Und selbst die 2 Pakete sind zu viel. Wir bräuchten eigentlich nur 1 oder 1,5. Ja. Und deswegen mussten wir 2 nehmen. Und ich meine, wir hätten sowas um die 190 Euro oder sowas bezahlt. Also ein kleiner Tipp auch für euch am Rande. Wenn es mal so Mindestbestellmengen gibt, vertagt nicht, dann ja. Versucht doch einfach mal mit den Händlern zu reden. Meistens sind sie da auch sehr entgegenkommend. Ja. Da waren wir sehr, sehr glücklich, weil sonst hätten wir 1000 Euro bezahlt. Richtig, da hätten wir 7 Pakete gehabt und mit 8 nicht gewusst, was wir tun sollen. Dann hätten wir das auch an die Wand gemacht. Oder ihr hättet euren Wohnzimmerboden oder sonst irgendwas damit auslegen können. Naja, das wussten wir vorher nicht. Aber gut. Wir machen weiter. Ja. Wir stehen gerade hier und philosophieren über unseren Boden und auf einmal fährt ein kleines gelbes Auto vor und in dem kleinen gelben Auto ist ein riesengroßes Paket und der Julian schleppt es schon und da ist es. So, dann gibt es wohl erstmal ein kleines Unboxing. Also dafür habt ihr auch 60 cm geplant? Ja. Ja, 595, glaube ich. 0,5? Nee, glatt. ja, achso, da bist du. Weil dann könnte man, guck mal, der Schrank wird hier dann enden ungefähr. Ich mach Beauty Shots. Ja, okay. Sei schön. Why it's so hard, will you be there to catch my fall? Need to be sure you'll hear my call. Darkness around me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard to let go. Ich habe gerade eine Benachrichtigung bekommen, beziehungsweise eine Nachricht, dass wir eventuell Post haben könnten. Post? Ja. Post? Sollen wir mal zum Briefkasten gehen? Ja. Komm, wir gehen mal zum Briefkasten. Ach, es ist so herrlich hier. Guckt euch das mal an. Wie schön es hier ist. Und der Himmel so schön blau. Und der Briefkasten ist da. Und da kommt auch schon der Julian. Der wird uns jetzt den Briefkasten aufmachen. Hier ist das nämlich so, und das habe ich nämlich auch mal im Video von Maison Julika gesehen. Da haben die Paket- und Postboten tatsächlich einen Schlüssel für den Postkasten. Ja, und die können nämlich den Postkasten aufmachen und da einfach Pakete reinquetschen. Also, das ist wirklich reingequetscht, ja. Ich kann euch sagen, und wir haben überhaupt nichts davon gemerkt. Jo! Alter! Nicht, dass wir deinen Briefkasten hier abreißen. Ah, ich weiß, was es ist. Ja, guck mal, was da steht. Ah, die Karte. Ey, krass cool. Wie zur Hölle hat der UPS-Mann das da reinbekommen? Es sind unsere Kabel für die Elektrik. Ach, toll. An dieser Stelle. Noch einmal vielen, vielen Dank an dich, Achim. Wir wissen deine stetige Unterstützung und deine Hilfe immer sehr zu schätzen. Und wenn ihr dem Achim etwas Gutes tun wollt, beziehungsweise wenn ihr ihm ein bisschen mehr Arbeit machen wollt, dann schaut auf jeden Fall mal bei www.kiwigelb.de vorbei. Im Shop könnt ihr alles, was Kabel und Elektrik so angeht, am T3, Kabelbäume etc. bestellen und von Achim euch zuschicken lassen. Also schaut da mal vorbei.
unbezahlte und unbeauftragte Werbung, weil es ist wirklich eine Herzensangelegenheit für uns. Achim ist ein super, super toller, kompetenter und netter Mensch und seine Arbeit ist ebenso super kompetent. Von daher danke dir, Achim, und wir machen das Paket auf. Und hier befinden sich in dem Karton tatsächlich 82 Meter Kabel, nur für unseren T3. Das ist echt Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viel ist. Die sind alle beschriftet. Fersenbrett, Spot 3 und 4, Spot 5 und 6. Also es ist echt Wahnsinn. Und die Kabel werden in den Bulli reingelegt und wir schließen die zusammen mit Achim an. Das machen wir also jetzt nicht, sondern wir legen sie nur so, dass sie parat sind und dann machen wir den Rest mit Achim. Wir haben uns jetzt eine ganze Weile damit beschäftigt, wie der erste Korpus hinter mir, also der Küchenkorpus mit dem Waschbecken, konzipiert werden soll. Wir hatten das ja schon grob geplant, haben es jetzt nochmal ein bisschen angepasst, haben auch eine ganze Weile hier drin verbracht und überlegt und hin und her geschoben. Aber wir sind uns jetzt auf jeden Fall sicher, wie es sein soll. Und Julian ist schon in der Werkstatt und hat die Bretter dort, also das Bodenbrett und die drei, also die zwei Seitenwände und eine Mittelwand, und die werden jetzt mit sogenannten Taschenbohrungen verbunden. Man hat also dieses blaue Ding, das ist so eine Art Führungsschiene. Genau, und hierdurch wird dann gleich die Schraube geführt, die dann auf die Bodenplatte richtig versenkt wird. Ja. Oder in die Bodenplatte. Aber wir machen jetzt hier noch eine zweite Bohrung, fällt mir gerade ein. Ja, besser ist das, ne? Für doppelt Spiegel. Gemoppelt hält besser. Ja, auf jeden Fall. Gerade dabei, einen Auszug zu bauen hier unten. Das ist der Teil, wo die Bluetti reinkommt. Und da haben wir jetzt am Boden einen Auszug gebaut und verschrauben jetzt die Bodenplatte mit den Seitenteilen. Und dann kommt da drauf die Bluetti. Dann kann man die rausziehen. Das erste Möbelstück unseres zukünftigen Zuhauses nimmt also Form an. Und auch wenn wir nach 3 Tagen noch keine großen Fortschritte gemacht haben, erfahren wir, wie wunderbar erfüllend gerade auch die kleinen Schritte sein können. Und wir merken, dass sich alles so fügt, wie es sein soll. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr das noch nicht getan habt. Wir freuen uns auf das nächste Video und sagen bis dahin, und tschüss.